Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es war eine turbulente Woche an den Aktienmärkten, vor allem der Dow Jones ist mächtig getaucht. Was hat das für Auswirkungen auf den Schweizer Markt? Das ist Akrevis Invest. Heute mit dem Florian Keller. Die Aktienmärkte haben für Negativschlagzeilen gesorgt. Die Bildschirme sind rot und röter geworden. Die Kurse sind immer mehr gefallen. Was sind die Ursachen für den weltweiten Taucher? Ja, ist so, dass eine Kombination ist von verschiedenen Themen. Zum einen schwebt das Damoklesschwert, der Handelskonflikt zwischen China und den USA über den Finanzmärkten. Dann sind auch Sorgen dazu gekommen bezüglich stärker steigender Zinsen in den USA. Und zu guter Letzt haben natürlich auch noch die stärker steigende Staatsverschuldung in Italien die Finanzmärkte belastet. Da ist einiges zusammengekommen. Man hat immer wieder von einem Mini-Crash gehört. Sehen Sie das auch so? Ich persönlich würde eher von einer Korrektur reden. Man sieht es im Chart, das ist der 10-Jahres-Chart des amerikanischen Dow Jones Index. Der hat aufgrund der Rahmenbedingungen wenig Unsicherheiten in den vergangenen Monaten kaum Korrekturen gesehen. Aber zu einem normalen Börsenalltag gehört ab und an mal negative Ausreißer gegeben grundsätzlich dazu. Wie geht es denn jetzt weiter? Grund zur Panik besteht eigentlich nicht. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gut. Insbesondere in den USA wächst die Wirtschaft sehr gut, auch dank der Steuererleichterungen von Präsident Trump. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen in Europa und in der Schweiz sind auch gut. Und wenn sich die Anleger in Zukunft wieder mehr auf Fundamentaldaten fokussieren, dann sollte das auch wieder für Stabilität sorgen. Nächste Woche geht die Schweizer Berichtssaison so richtig los. Sorgt das mindestens bei uns wieder für positive Schlagzeilen? Ja, natürlich besteht dort Hoffnung. Wir erwarten von den drei Schwergewichten in der Schweiz, Novartis, Nestle und Roche, solide Quartalszahlen. Die Unsicherheiten bezüglich globalem Handel, die sollten aktuell auf die Unternehmungen in den Zahlen noch nicht niederschlagen. Werden die Erwartungen erfüllt, dann könnte das auch wieder positive Impulse geben für steigende Aktienpreise. Herr Keller, besten Dank. Immerhin einigermaßen stabil zeigt sich das Wetter über das Wochenende. Die genaue Prognose gibt es da gerade als nächstes. Danke fürs Interesse. Schönes Weekend. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.